und begrüße noch einmal ganz, ganz herzlich Frau Dr. Friederike Diaby-Penzlin für unser heutiges Webseminar zum Thema Menschenrechte, keine Grenzen. Sie ist Juristin und emeritierte Professorin an der Hochschule in Wismar und auch zu unserem großen Glück Vorsitzende von FIA Deutschland e.V. Sie hat eine Präsentation mitgebracht. Die erste Folie ist schon zu sehen. Und Friederike, ich übergebe dir sehr gerne das Wort und werde selber jetzt auch mein Video ausschalten und mein Mikrofon ausschalten. Und allen, die jetzt gerade noch dazugekommen sind, der Hinweis, bitte lasst alle die Kameras aus. Wir zeichnen das Webseminar auf und nur die ausgeschalteten Kameras werden nicht aufgezeichnet. Bitte Kameras auslassen, damit sie nicht aufgezeichnet werden. Und Friederike, ich übergebe an dich. Vielen Dank. Ja, hallo an alle. Ich bin gebeten worden, so ein bisschen den Einstiegsvortrag von der letzten Mitgliederversammlung nochmal zu halten. Ich habe es damals so ein bisschen aus der Hand gemacht, jetzt habe ich ein bisschen nachgelegt. Dadurch gibt es so zwei Zugänge. Das eine ist aus dem Vogelflug ganz groß drüber, das ist auch für Nichtjuristen sicher gut zu verstehen. Und dann bin ich aber doch ab und zu mal in die Froschperspektive gegangen und dann wird es so ein bisschen nitty-gritty juristisch. Und da müssen dann die Mitglieder, die keine Juristen oder Juristinnen sind, einfach drüber hören, ja, und weghören. Aber ich wollte doch die Gelegenheit nutzen. Also es ist eine Gliederung, drei Teile. Erstmal, es ist ein Riesenthema, Menschenrechte kennen keine Grenzen. Ich habe mal 7 mögliche juristische Ausrichtungen rausgegriffen, die zu diesem Thema einschlägig sind und die FIAN auch zum Teil schon tiefergehend bearbeitet. Und dann, ich habe es jetzt mal genannt, The New Kid in the Block, das ist die Wertschöpfungskette. Und das ist ein Ansatz von vielen, der ist halt neu und deshalb vielleicht auch mal interessant, genauer hinzugucken. Aber er ist natürlich auch nur im Konzert mit anderen Ansätzen irgendwie wirksam. Nur jetzt zu denken, Wertschöpfungskette ist jetzt die Rettung für alles und wir sollen alle unsere Energien da drauf tun, das ist auch nicht so ganz die Lösung. Und dann FIAN was tun, das hatte ich übernommen von Folien von Gertrud für die Mitgliederversammlung, die habe ich auch mehr oder weniger so gelassen. Ich habe noch mal ein bisschen reingearbeitet. FIAN International arbeitet ja auch immer an der Spitze der juristischen Entwicklung und viele Themen sind jetzt an der Spitze der juristischen Entwicklung. Und ich hoffe, dass der AK Jura von FIAN auch vielleicht jetzt zuhört oder sich das später nochmal anguckt, weil wir können als Arbeitskreis da schon Dinge auch zur Hilfestellung, also wir können da schon was machen. Also es sind viele juristische Themen, die bearbeitet werden müssen. So, jetzt fange ich mal an. Warum ist das Thema so groß? Weil wir heute eine Wirtschaftsweise haben, die auch beschrieben wird als imperiale Lebensweise. Ich habe unten das Zitat gebracht, das sind 2 Professoren aus Berlin und aus Wien, die dieses Wort geprägt haben, was von sehr vielen dann aufgegriffen wurde, weil es schon gut beschreibt, dass mal ganz pauschal gesagt, wir im globalen Norden auf Kosten vom globalen Süden unseren Reichtum haben. Und in Deutschland ist das in besonderem Maße so. Deutschland war schon immer eine Volkswirtschaft, die sehr in die Weltwirtschaft eingegliedert war. In den 80ern waren das Japan, Deutschland, interessanterweise die Elfenbeinküste, die immer die Spitze hatten. Heute sind alle Wirtschaften global aufgestellt. Und wenn wir global aufgestellt sind und 30 bis 40% unseres Bruttosozialprodukts an der Weltwirtschaft hängt, dann haben wir natürlich auch ein verstärktes Interesse, die Weltwirtschaft so auszurichten, dass sie uns passt. Und wir sind dazu noch ein rohstoffarmes Land, also 99% aller metallischen Rohstoffe müssen eingeführt werden, damit wir überhaupt unsere Industrie so machen können, wie wir sie haben. Und deshalb noch einmal mehr das Interesse, dass wir eine bestimmte Art und Weise des Wirtschaftsrechts da noch haben, was diese Wirtschaftsweise flankiert.
Vor Ort im globalen Norden werden dann die metallischen Rohstoffe zum Beispiel abgebaut oder es werden für unseren Konsum sehr billig Waren hergestellt. Und dort finden dann vor Ort im globalen Süden die Menschenrechtsverletzungen und die Umweltschäden statt. Und damit haben wir durch unsere Wirtschaftsweise an sich schon die Aufgabe, extraterritorial zu schauen. Andere Zeitschriften haben dies aufgegriffen, unsere schöne imperiale Lebensweise. Ich lege hier nochmal eine Folie nach. Unsere Muster von Produktion und eben auch Konsum halten wir für selbstverständlich und sie fordern einen überproportionalen Zugriff auf die Welt, die Ressourcen, die Arbeitskraft und Wissen Brandt erwähnt dann auch noch die biologischen Senken. Also wir können hier das Klima verschmutzen, weil der Amazonas irgendwo wird das dann schon wieder reinigen. Also auch dort haben wir einen überproportionalen Zugriff. Es gibt zwei ganz gut aufbereitete Bücher, die nicht juristisch sind. Das ist das Imperiale Lebensweise, Ausbeutungsstruktur im 21. Jahrhundert Kollektiv. Das ist auf einen Aufruf von Brandwissen und auch Maya Göpel, hat sich da eine Studierendengruppe gefunden und hat in einem ersten Band herausgegeben mit vielen Grafiken auf Kosten anderer, wie die imperiale Lebensweise ein gutes Leben für alle verhindert. Und was ich aber dann auch gut finde, es wurde dann ein zweiter Aufruf gestartet, eine neue Studierendengruppe hat sich gebildet. Und dann wurde positiv gesagt, was ist denn das gute Leben für alle? Und in dem Kapitel für Ernährung ist es zum Beispiel, wenn wir die imperiale Lebensweise hier schon ändern wollen, dann könnten wir zum Beispiel solidarische Landwirtschaft uns dort irgendwie einbringen und in Ernährungsräten. Also so kann man es knacken, auch ohne dass man jetzt ins Juristische gehen muss. Achso, was hatte ich da vorher noch? Ah ja. So, das ist ein Riesenthema und es hat nicht erst heute diese Lebensweise zu asymmetrischer Weltwirtschaft, asymmetrisch in dem Sinne mal jetzt nicht mit moralischen Vokabeln, sondern einfach nur die einen haben mehr, die anderen haben weniger, sondern schon von Beginn an eigentlich. Da gibt es ein sehr schönes Buch von einem damals 2014 noch sehr jungen Professor deutschen Ursprungs in Harvard, King Cotton, der schön beschreibt, wie eigentlich unser ganzer Reichtum auf Gewalt gründet. Und er beschreibt am Beispiel der Textilindustrie, wie England erst in Indien sich die Verfahren, wie ich aus Baumwolle Stoffe mache, wie ich die bedrucke, sich abgeguckt hat. Und dann seine beginnende Industrie, die in England dann stattfand, abgeschottet hat durch Handelsregeln. Erst durch Zoll und später dann tatsächlich auch durch Strafrecht. Wer also indische Baumwolle irgendwie trug, der konnte strafrechtlich verfolgt werden. Also das ist schon sehr früh, dass man Handelsrecht eingesetzt hat für seine eigenen Interessen. Bis das 19. Jahrhundert, warum war das überhaupt möglich? Weil das Völkerrecht hatte im 19. Jahrhundert so ein Dogma rechtspositivistisch, das, was die Staaten, die mächtigen Staaten als Völkerrecht bestimmen, das ist dann auch Völkerrecht. Wir haben da immer noch einen gewissen Nachklapp, die Souveränität der Staaten, das ist der Ursprung der immer noch heute, der Nationalstaat ist wichtig und der Nationalstaat ist souverän und der Nationalstaat kann auf seinem Territorium machen, was er will. Und er kann sich dann aber freiwillig beschränken, dass er gewisse Dinge vielleicht nicht macht. Und durch den Schock des Zweiten Weltkrieges ist ein bisschen ein anderes Denken gekommen, der Gedanke der Kooperation stand dann vorneweg. Die Staaten sollen kooperieren, um zu Frieden zu kommen und auch weltweit, um dass die Menschenrechte zur Anwendung kommen. Zeitgleich hat aber keine Dekolonisation stattgefunden. In Afrika ist das erst in den 60er Jahren passiert. Und ich habe neulich ein Webinar gehört von der Heinrich-Böll-Stiftung zum kolonialen Rucksack der EU. Und da wurde gesagt, dass Konrad Adenauer, unser
Kanzler, der ja nach dem Krieg eine sehr bedeutende Rolle hatte, gerne die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft wollte, weil er gerne Frankreich drin haben wollte, weil Frankreich noch den ganzen Zugang zu seinen afrikanischen Kolonien hatte mit den ganzen Rohstoffen dort. Da war also auch gar kein Gedanke daran, dass man sagt, wir wollen diese Kolonie nicht haben. Im Gegenteil, wir wollen sie, wir wollen auch da den Zugriff auf Rohstoffe. Und das ist ja noch nicht so lange her, dass diese Denke ist. Wirtschaftsrechtlich hat man nach dem Krieg auch schon gesehen, wir müssen eine internationale Handelsorganisation gründen, denn wir haben eine Ungleichheit. Und wenn wir Kooperation wollen und wir wollen das auch im wirtschaftlichen Bereich, dann müssen wir da einiges tun. Und die International Trade Organization, das ist das englische Wort, hat dann gewisse Dinge beinhaltet. Das erste war, die rohstoffexportierenden Länder, die wollten nicht immer diese fluktuierenden Preise, die wollten gerne feste Preise, auch weil sie Industrieprodukte einkaufen mussten, die dann eventuell, wenn die Rohstoffpreise niedrig sind, für sie dann im Verhältnis, das heißt Terms of Trade, dann teurer wurden, weil sie mehr Rohstoffe dann hergeben mussten, um die gleiche Menge Industriewaren bekommen. Das war so ganz zentral ein Thema, und das sollte flankiert werden, auch mit einer Entwicklungszusammenarbeit im Gedanken Entwicklung. Was ist überhaupt Entwicklung, kann man sich ja auch fragen, wer bestimmt das eigentlich? Das wurde damals nicht in Frage gestellt, dass Industrialisierung Entwicklung ist, und man wollte dann so eine nachholende Industrialisierung. Und dabei sollten Auslandsinvestitionen aus Entwicklungsländersicht, ich in Anführungsstrichen, sollten eine große Rolle spielen. Vor allen Dingen sollten sie Technologietransfer bringen, und sie sollten nicht bestechen, sie sollten kontrolliert werden und positiv etwas für die Volkswirtschaften im globalen Süden tun. Wettbewerbsrecht. Es wurde damals schon gesehen, dass es eine Konzentration gibt von immer größer werdenden Unternehmen, und es sollte ein internationales Wettbewerbsrecht in die internationale Handelsorganisation eingebaut werden. Das, was die internationale Arbeitsorganisation macht, wir kennen die jetzt immer so als Feuerlöscher von ganz schlimmen, grundlegenden Verletzungen. Eigentlich war damals angedacht, nein, es soll auch eine internationale Beschäftigungspolitik geben. Es soll gerecht sein. Wir wollen ja kooperieren. Wir wollen ja die Menschenrechte überall, also auch im Wirtschaftlichen. Und ein Punkt wurde so ein bisschen abseits verhandelt in irgendwelchen Nebenräumen für die Nerds, sage ich mal. Das war der Zoll, dass der Zoll gesenkt werden sollte. So diese Zwischenkriegszeit mit diesen absolut hohen protektionistischen Zöllen hat nichts gebracht, hat auch den Krieg mit begünstigt. Dieses isolationistische Denken, das wollte man überwinden. Und diese Nerds, die haben sich tatsächlich geeinigt und haben ein Protokoll unterschrieben, das sogenannte General Agreement on Tariffs and Trade, allgemeines Abkommen über Tarife im Handel. So, und das wurde unterschrieben. Und das ist als einziges übrig geblieben von diesen ganzen Punkten, die man eigentlich, wenn man sagt, wir wollen Menschenrechte, Kooperation weltweit im Wirtschaftlichen, hätte machen sollen. Nicht zustande gekommen. Dann hatten wir die Zeit der Dekolonialisierung in den 60ern. In der UNO gab es einen riesen Umschwung. Plötzlich hatte die Länder, die sich in der sogenannten Gruppe 77 zusammengeschlossen hatten, das waren auch die ganzen ehemaligen Kolonien, hatten die Mehrheit in der UNO. Und die haben ausgerufen, eine neue Weltwirtschaftsordnung. Und im Grunde ist es ein zweiter Anlauf, was die ITO damals wollte. Es waren wieder diese Themen, die ich hier eben gerade genannt habe. Es kamen neue Themen dazu. Es sollten zwingende Verhaltenskodizes für transnationale Konzerne, für Technologietransfer und für Wettbewerbsrecht, Restrictive Business Practices. Das sollte geschaffen werden, und es wurde auch darüber nachgedacht, ob man für diese zwingenden Regeln, die Akteure der Globalität, die es damals schon gab, irgendwie auch global in den Griff zu kriegen, ob man da nicht auch ins International Institutional Machineries, so eine Art Gerichte oder zumindest Komitees, ob man nicht etwas in der UNO schaffen sollte, wo man direkt dann diese Konzerne darauf hinweisen konnte, dass sie gegen die verschiedenen Kodizes verstoßen haben.
Wie wir wissen, ist auch das alles gescheitert Ende der 80er mit der neoliberalen Wende, die sich erstmal in Amerika, Deutschland, in den großen Staaten national und dann nach dem Mauerfall, als die Zweite Welt dann gar nicht mehr existierte, die Zweite Welt ist die sozialistische Welt, keine Alternative mehr, dann wurde es richtig hemmungslos. Aber diese ganzen Themen, dass Menschenrechte extraterritorial gelten, dass der Welthandel, die Weltwirtschaft eigentlich menschengerecht sein soll, die sind nicht neu. Also das ist lange versucht worden. Wir haben heute ein Wirtschaftsrecht, ein Weltwirtschaftsrecht, was dem diametral entgegensteht. Und jetzt nehme ich mal 7 Themen und sage mal kurz, warum das so diametral entgegensteht. Und das erste Thema ist der Welthandel. Ich hatte ja schon gesagt, das Einzige, was übrig blieb, waren diese Zollsenkungen von der Idee, einen gerechten Welthandel zu schaffen. Und nach dem Mauerfall hat sich das als Ganzes, also wir haben jetzt nicht mehr eine internationale Welt, also World Trade Organization heißt es zwar, aber es geht nur um Zollabbau, es geht nur um freien Handel, es geht um keine Grenzen, ganz im Sinne des Interesses von Deutschland, die ja frei exportieren wollen, frei ihre Rohstoffe beschaffen wollen, alles frei, frei, frei. Und das wurde gemacht. Und die WTO hat Regeln. Und jetzt gehe ich ein bisschen in die Froschperspektive, weil eine Regel ist wichtig, die ist auch wichtig, wenn wir später bei der Wertschöpfungskette mal sehen, kann man das irgendwie handelsrechtlich flankieren. Könnte man zum Beispiel sagen, wenn eine Wertschöpfungskette ganz menschenrechtlich in Kenia irgendwie bei der Produktion etwas verletzt, dass man dann einfach das nicht importieren darf. Ja, dass dann einfach die Grenzen dicht gemacht werden und gesagt wird, wer gegen Lieferkettengesetz verstößt in grober Weise, da werden die Waren an der Grenze festgehalten. Solche Handelsabkommen gibt es zwischen Kanada und USA in Bezug auf Korruption. Wenn da ist, wenn da feststeht, da sind irgendwelche Dinge mit schwerer Korruption erstanden, dann kann man unter Umständen an der Grenze sagen, die kommen hier nicht ins Land. So, und das WTO sagt ja nun frei, frei, frei. Und die haben ein Prinzip, was ein bisschen sehr gegen die Menschenrechte geht. Und das ist das, die haben ein Nichtdiskriminierungsprinzip. Und das Diskriminierungsprinzip hat einen Flügel, der sagt, internationale Produkte und nationale Produkte müssen gleich behandelt werden. Und da hat die Rechtsprechung, die es auch in der WTO gibt, das ausgelegt und hat gesagt, ob ein Produkt gleich ist, das gucke ich nur, auf das Endprodukt. Wenn ich also ein unter Menschenrechtsverletzung, Umweltsauereien hergestelltes Produkt habe, das Produkt hat kein Gift, das Produkt ist wie das deutsche Produkt, meinetwegen Beton, ist asbesthaltig, der ist aber eingeschlossen im Beton. Solche Sachen werden auch national verkauft, aber bei der Herstellung haben zig Leute schwere Lungenkrankheiten bekommen. Dann darf ich nicht sagen, das führe ich jetzt aber nicht ein, weil im Prozess wurden Menschenrechte verletzt, weil wir nicht nach Herstellungsprozessen gucken in der WTO, sondern nur auf das Endprodukt. Und das ist ein Prinzip, das müsste man tatsächlich knacken. Die WTO hat dann darüber hinaus nicht nur solche Regeln, sie hat auch einen Streitbeilegungsmechanismus, einen eigenen. Die WTO hat sowohl in einer ersten Instanz werden können Panels eingerichtet werden, als auch gibt es eine zweite Instanz. Das ist wichtig, weil die zweite Instanz, die kann dann entscheiden, was haben die verschiedenen Ersten unterschiedlich gemacht und was gilt jetzt. Und zum Beispiel, dass dieses Endprodukt zählt und nicht der Herstellungsprozess, das ist eine Panelentscheidung der zweiten Instanz. So, und dann haben Sie noch was Drittes. Man kann diese Regeln, die in der Streitlegungsinstanz dann geschärft wurden, auf einen konkreten Fall angewandt werden, die können dann auch umgesetzt werden, und zwar über WTO-eigene Handelssanktionen. Dann wird gesagt, also wenn die euch jetzt verurteilen, ihr habt gegen WTO-Regeln verstoßen, dann kann die andere Partei, der andere Staat, das ist immer nur zwischen Staaten, nicht zwischen Unternehmen, zwischen Staaten, dahinter stehen natürlich immer Unternehmen, hinter den Fällen, aber es ist zwischen Staaten, dann kann der andere Staat sagen, okay, dann kriegst du jetzt ganz hohe Zölle da oder dort.
So, jetzt das war das Erste. Das war der Handel. Jetzt kommt der Investitionsschutz. Beim Investitionsschutz geht es eigentlich nur um Eigentumsschutz. Und das Eigentum ist unsere heilige Kuh. Und da haben wir zugesehen, dass das international geschützt wird. Auch dort gibt es Regeln. Nie ist eine universelle Regel zustande gekommen. Da waren zu sehr auch nördliche Interessen, Frankreichs Kulturbereich oder verschiedene Gründe. Aber es gibt Tausende von bilateralen Regeln und es gibt auch diverse multilaterale Regeln. Und die haben auch einen Streitlegungsmechanismus, der nennt sich, dass ein Investor, ein Unternehmen, ein Privatunternehmen kann einen Staat verklagen vor bestimmten Schiedsgerichtsbarkeiten, vor den ganz normalen kommerziellen Schiedsgerichtsbarkeiten in Stockholm, in London, in Paris, aber auch vor einer besonderen Schiedsgerichtsbarkeit, die von der Weltbank eingerichtet wurde. Und seit dem Mauerfall enthalten eigentlich fast alle diese Investitionsschutzabkommen ein Kapitel, dass auch diese Investor-Staat-Schiedsgerichtsbarkeit möglich ist. Und das besonders Interessante an dieser Schiedsgerichtsbarkeit ist, obwohl die öffentliche Interessen behandelt. Also wenn zum Beispiel ein Land sagt, wir haben so einen Grundwasserspiegel, der sinkt so stark ab, wir verbieten jetzt anwesenden Agrarinvestitionen, wir deckeln deren Wassereinnahmerechte, dann kann die sagen, das ist aber eine indirekte Enteignung oder das ist gegen unsere Erwartungen, unsere legitimen Erwartungen, die wir haben. Und wir klagen da auf Schadensersatz. So, und dann, das sind ja eigentlich öffentlich-rechtliche Fragestellungen. Die werden jetzt aber vor einer privaten Schiedsgerichtsbarkeit oder vor dieser Weltbank-Schiedsgerichtsbarkeit behandelt. Und da gibt es ein Abkommen seit den 50ern, die sagen, wenn Schiedsgerichtsbeurteile erlassen wurden, dann werden die in Deutschland, auch in anderen Staaten, alle, die diesem Abkommen beigetreten sind, die werden wie nationale Zivilgerichtsurteile verstreckt. Also ich gehe ganz normal dann zum Gerichtsvollzieher und kann vollstrecken. Und wenn der Staat verurteilt wird, meinetwegen Millionen Schadensersatz zu zahlen, dann wird halt in dessen, wenn der zum Beispiel eine Flugzeuglinie hat, eine kommerzielle, dann wird in dessen Flugzeuge vollstreckt oder so. Also auch sehr effizient. Jetzt gibt es auch Arbeitsrechte und Menschenrechtsschutz. Also der ganze Menschenrechtsschutzapparat mit seinen ganzen Komitees, Kommissionen, Berichterstattung und so weiter. Forerunner, also Vorläufer davon war die Internationale Arbeitsorganisation. Die gibt es ja schon seit 1919. Die arbeiten ein bisschen ähnlich. Da gibt es wirklich viele Regeln. Es gibt die von der Internationalen Arbeitsorganisation auf Englisch International Labour Organization Konvention und es gibt Menschenrechtskonvention. Streitbeilegung in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt kein internationales Gericht, wo ich dann direkt klagen kann, aber es gibt Berichtswesen zum Staatenverhalten. Es gibt ein generelles Berichtswesen und auch unter Umständen kann ich da auch Beschwerden, Einzelbeschwerden, die dann den Staat blamen und schämen, denn der Durchsetzungsmechanismus ist nicht, dass ich einen Gerichtsvollzieher losschicken kann, der mir dann meine Menschenrechtsverletzungsschäden ersetzt. Solche Urteile werden nicht gesprochen und deshalb wird sowas auch nicht durchgesetzt, aber der Staat wird sozusagen an den Pranger gestellt. Das ist der Durchsetzungsmechanismus. Theoretisch könnte, wenn ein ILO-Abkommen verletzt wird, ein Staat den anderen Staat verklagen. Das ist faktisch noch nicht passiert. Sollte das passieren, dann ist leider auch im allgemeinen Völkerrecht die Durchsetzung von Urteilen des Internationalen Gerichtshofs auch sehr dünn. Da haut das alte Souveränitätsprinzip noch durch, dass ein Staat, wenn der nicht vor den Internationalen Gerichtshof will, dann kann er seinen Konsens dazu auch nicht geben. Und wir haben auch keine Weltpolizei, die dann dieses Urteil umsetzt. Aber das Gefühl würde jetzt zu weit führen. So, internationales Umweltrecht. Da kommt jetzt noch dazu, es gibt sehr viel Abkommen und die sagen dann, so und so viel darf gefischt werden. Aber das sind jetzt nicht direkte Pflichten, wo man sagen kann, hier hast du verstoßen. Und das Umweltrecht kennt auch nicht diese ganzen Mechanismen des Arbeits- und Menschenrechts, dass ich lauter Kommissionen habe, vor denen ich dann beschweren kann, dass Staaten berichten müssen und so weiter.
Da ist eine interessante Entwicklung, dass es jetzt ein Menschenrecht auf gesunde Umwelt wurde jetzt eine Resolution verabschiedet vom Menschenrechtsrat. Und damit kann man zumindest, wenn das Recht dann verletzt ist, auf die menschenrechtlichen Blaming- and Shaming-Mechanismen zugreifen. Also Fazit ist, hier gibt es fast keine internationale Durchsetzung, aber das Umweltrecht ist irre kreativ. Es passiert sehr viel im nationalen Recht und dass das nationale Recht Dinge aufgreift, die international passieren. Also wenn wir hier national, wenn zum Beispiel RWE als Energiefirma so und so viel Prozent zum Klimagasen herstellt, so und so viel Prozent zum Klimawandel dann beiträgt, dann ist es unter Umständen so, dass RWE verklagt werden kann auf Unterlassung. Das ist eine zivilrechtliche Störerhaftung, danach läuft das in Deutschland. Es hat jetzt 2021 einen sehr schönen Fall in Holland gegeben, wo Shell verurteilt wurde. Nach nationalem Deliktsrecht wurde gesagt, du hast die Sorgfalt, dich an die Pariser, im Pariser Abkommen, das nicht direkt an Unternehmen gerichtet ist, was abstrakt sagt, wir wollen 40% der Gase in dem und dem Zeitraum wollen wir runterkommen. Da hat auch das Unternehmen eine Pflicht, da jetzt runterzukommen. Das ist also auch eine extraterritoriale Anwendung, dass das nationale Deliktsrecht aber aufgreift etwas, was im internationalen Recht ist. Also das sind ganz spannende Dinge. Deutschland hat jetzt ähnliche Klagen eingebracht. Die Umwelthilfe verklagt zwei große Autounternehmen und die machen das über Störerhaftung. Ja, dann kommen wir zur nationalen Außenwirtschaftsförderung. Die wirtschaftlichen Menschenrechte, das ist eigentlich anerkannt, muss der Staat respektieren. Also der Staat darf selber nicht gegen die wirtschaftlichen und sozialen, kulturellen Menschenrechte verstoßen. Und das darf er auch dann nicht, wenn er Abkommen abschließt von internationaler Art, also wenn sein Abkommen dazu beiträgt, ein Handelsabkommen dazu beiträgt, dass Menschenrechte letztlich verstoßen werden, dürfte der Staat das eigentlich nicht abschließen, ja? Stößt dann schon gegen die Respektpflicht, die eben auch heute extraterritorial unstreitig gilt. Und auch das nationale Außenwirtschaftsförderungsrecht darf eigentlich nichts fördern in der Außenwirtschaft, was außerhalb von Deutschland dann Unheil bringt. Ja, darf keine Unternehmen, Bergbau, Abbauunternehmen in Guinea fördern mit irgendwelchen Maßnahmen, wo letztlich dann menschenrechtsverletzte Landvertreibungen stattfinden. Findet aber statt. Die Entwicklungszusammenarbeit ist ja auch national, manchmal auch europäisch, OECD, aber auch die ist gebunden an Menschenrechte. Das betont sie ja auch, auch wenn sie es nicht betonen würde. Sie wäre gebunden. Der Staat hat in jeder Form die Menschenrechte zu beachten. Aber wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, das wird jetzt vielleicht anders, aber wir haben es jetzt über 10 Jahre gesehen, dass die Entwicklungszusammenarbeit immer mehr die Privatwirtschaft gefördert hat, immer mehr auf finanzielle Förderung von Unternehmen umgestiegen ist, sodass eigentlich die Außenwirtschaft, die Entwicklungszusammenarbeit sich der Außenwirtschaft sehr angenähert hat und auch mit Projekten oder Programmen, die menschenrechtlich zweifelhaft sind. Aber da wird eigentlich gegen eine Menschenrechtspflicht verstoßen, die unstrittig etabliert ist. Strukturell ist natürlich auch wichtig, wie ist der Rahmen für unsere ganze Agrarordnung, für unsere ganzen Ernährungssystemordnung. Und da haben wir immer noch in der EU, trotz vieler, vieler Bemühungen, auch das kann sein, dass sich das jetzt ändert. Ja, im Moment ein bisschen Rollback durch den Ukraine-Krieg, bekommen leider die konservativen Kräfte, die sagen, we feed the world, einen Aufschwung. Und das, was jetzt so zäh erkämpft wurde, das muss man wirklich sehr schwer gucken, dass das bleibt und jetzt nicht diesen alten Erzählungen da von wir füttern die Welt, also wir ernähren die Welt mit unserer industriellen Landwirtschaft. Und jetzt als Neuestes ist ein Ausfluss dieser imperialen Lebensweise,
dass wir sagen, ja gut, wir wollen jetzt Immobile, wir wollen eine saubere Antriebstechnik, wir wollen sauberen Ökostrom, wir wollen das alles aus Windrad und wir unterstützen unter Umständen Windparks in Kenia. Das ist auch wieder ein Beispiel von der Heinrich-Böll-Stiftung. Die hatten neulich ein Seminar über die Auswirkungen großer Windparks in Nordkenia auf die dort migrierenden Bevölkerungsgruppen. Und die sind natürlich sehr negativ und damit geht eigentlich jetzt auch wieder so unsere unser Öko-Anliegen ist eben auch wieder imperiale Lebensweise. Wir greifen einfach mal zu auf Lithium in Chile, in irgendwelchen Salzwüsten. Also wir denken, okay, jetzt für die Energiewende können wir uns das auch erlauben. Fian hatte da schon ein Jahresthema zu mit dem Klimawandel und den Maßnahmen gegen Klimawandel und dass das durchaus auch menschenrechtsverletzend werden kann. Das ist dieses alte Problem der doppelten Standards. Pestizide, die wir hier verbieten, die exportieren wir aber gerne woanders hin. Giftmüll, der bei uns so nicht gelagert werden darf, der wird dann auf Schiffe verladen und irgendwo anders gelagert. Unser ganzer Plastikschrott wird nach Südwestasien und verschmutzt dort die Meere und führt zu den Strudel. Letztlich ist das aber unser Plastik, was wir da über Jahrzehnte da auch hingeschifft haben. Andere, das ist bei der Mitgliederversammlung gekommen, benutzen nicht das Bild von der imperialen Lebensweise, sondern sagen, wir sind eine Externalisierungsgesellschaft. Und das ist auch ein gutes Bild. Ich habe jetzt gerade, war in der Taz ein Artikel so zur Auswertung, wo stehen wir mit den Social Development Goals. Und Deutschland ist auf Platz 6 der Umsetzung im eigenen Land, super sauber, und auf Platz 149. Und das ist schon heftig bei der internationalen Verantwortung. Das heißt, wir kümmern uns eigentlich um Dreck. Ja. Also es sind bei 100, ich weiß nicht, wie viele Staaten ausgewertet worden, aber die UNO hat ja noch unter 200 Mitglieder. Also Platz 149 ist wirklich ein trauriger Platz, ja. Ja, und Stefan Lessenich, der hat dieses Wort geprägt. Das Buch heißt Neben uns die Sintflut, wie wir auf Kosten anderer leben. Auch sehr empfehlenswert. So, das waren diese 7 Themen. Also Handel, Investition, Menschen- und Arbeitsrechte, Außenwirtschaft, Entwicklungszusammenarbeit und jetzt eben seit neuestem auch unsere ökologischen Wenden, die wir haben wollen. Und Fian International vor allem hat schon seit 2007 dazu gearbeitet und das Konzept der extraterritorialen menschenrechtlichen Staatenpflichten für wirtschaftliche, soziale, kulturelle Pflichten aufgebracht, hat so ein Ethokonsortium gegründet und 2011 gab es Maastrichter Prinzipien. Das sind jetzt keine Delegierten der UNO, sondern das sind weltweit Wissenschaftler und NGO-Vertreterinnen, die dazu arbeiten und die haben Prinzipien aufgestellt. Und akzeptiert heute und unstrittig ist ja diese Pflicht, dass man Menschenrechte der Staat in allen seiner Form zu respektieren hat. Und da gibt es gewisse Artikel von den Maastrichter Prinzipien, wo so aufgezählt wird, wenn ein Handelsrechtabkommen ist, Mercosur, ja, wenn Investitionsrechtabkommen sind, heute gehen die häufig mit Handelsabkommen zusammen, wenn man bestimmte Umweltregeln, Klima, Besteuerung, Finanzen, Korruption, alles dieses muss man abchecken, was hat das für eine Wirkung außerhalb des eigenen Territoriums. Und wenn das eine negative Wirkung auf die Menschenrechte hat, dann sollte eigentlich Deutschland solche Abkommen nicht abschließen. Das ist diese Respektpflicht. Das Konsortium hat im Open Access ein Buch rausgegeben, wo verschiedene Autorinnen zu aktuellen Themen schreiben, was ist der Stand heute, und Wertschöpfungskette ist da auch drin, aber eben als ein Thema von vielen. Es gibt eben außer den 7 sicher auch noch mehr, aber
diese extraterritorielle Anwendung, dass das Respektrecht endlich mal umgesetzt wird, das brennt. Das brennt seit langem und brennt auch weiter. Der jetzige Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Nahrung ist sehr renommiert in Handelsfragen. Hat sehr viel gearbeitet zur Welthandelsorganisation und auch, wie bringt man das mit dem Prinzip der Ernährungssouveränität, ja, wie kriege ich Grenzausgleichssteuern hin gegen dieses Prinzip mit den Herstellungsprozessen. Also das ist eigentlich auch ein sehr interessantes Thema, was man unter Menschenrechte kennen keine Grenzen gut bearbeiten kann. Jetzt komme ich aber dazu, zu diesem Ansatz Wertschöpfungskette. Also nochmal, es ist eines von vielen und es sieht darauf, dass heute das Typische eigentlich ist von Produktionsnetzwerken, dass die global aufgestellt wird. Das war bis 1990, also vor Mauerfall, war das ein großer Teil, aber heute ist es eigentlich die ganze Wirtschaft. Also man spricht davon, dass 80% aller gehandelten Waren innerhalb von Wertschöpfungsnetzwerken stattfinden. Also das ist schon das Standardmodell. Und jetzt sagt man sich, okay, das Standardmodell wird natürlich getrieben von Unternehmen und jetzt muss man auch mal irgendwie zusehen, dass man diese Unternehmen in die Pflicht kriegt und dass die, wenn sie vor Ort sind, eben darauf achten, dass diese ganz groben Missstände nicht stattfinden. Also es ist gerichtet auf eine Pflicht von Unternehmen und damit betrifft es nicht mehr die Respektpflicht, dass die Staaten in ihrem Handeln auch extraterritorial das immer im Auge haben müssen und gewisse Dinge eigentlich nicht machen sollten, was sie aber doch tun, sondern es betrifft diese Schutzpflicht, die ein Staat hat, dass Dritte, Privatunternehmen, auch nicht die Menschenrechte verletzen. Das war bis jetzt bezogen auf das jeweilige staatliche Territorium, weil natürlich ist es ein bisschen eine Einmischung. Darf ich eigentlich sagen, wie sich ein Zulieferer in Indien zu verhalten hat, wenn die indische Regierung sagt, hör mal, wir wollen hier irgendwie an den Wertschöpfungsketten teilnehmen und das ist unser Vorteil im Handel, dass wir hier ganz billige Arbeitskräfte haben und dass wir die Umwelt, wir haben viel Umwelt und wir lassen uns von euch nicht vorschreiben, wie wir unsere Umwelt zu behandeln haben. Das ist tatsächlich ein Problem und im Welthandelsrecht, dass das Endprodukt zählt und nicht der Herstellungsprozess, das ist auch nicht dem Norden, dem globalen Norden geschuldet, sondern das waren starke Schwellenländer des globalen Südens, Indien unter anderem, die gesagt haben, also wie wir hier unsere Prozesse haben, geht euch nichts an. Also dieses, man muss schon sehen, dass diese extraterritoriale Schutzpflicht so auch aus so, es gibt so eine TWAIL, das heißt Third World Approach to International Law, die kritisieren, das kommt aus dem globalen Süden und da wird kritisiert, dass das Völkerrecht ganz von dem Norden geschaffen wurde, nach den Interessen des Norden ausgerichtet, was auch alles stimmt und die eben auch sagen, so das Lieferkettengesetz ist ja eigentlich auch eine ziemliche Einmischung in unseren Staat. Also darf man das überhaupt? Das ist heute bei den Menschenrechten, weil sich auf das ja auch alle Staaten verpflichtet haben, ja, alle. Und es gibt ja den Widerspruch zwischen dem Staat, der Regierung und der Bevölkerung. Und die Menschenrechte sprechen ja die Bevölkerung an. Also da ist heute eigentlich herrschende Meinung, man darf das. Jetzt ist die Frage, muss man das auch? Also müssen wir extraterritorial praktisch in Indien bestimmen, wie dessen Herstellungsprozesse zu sein haben? Da wird wohl Markus Krajewski im neuen Food First zu den extraterritorialen Obligations auch etwas sagen. Ich wollte es hier nur mal problematisieren, weil so ganz ohne Problem ist es nicht. Wenn man jetzt nur einen Wertschöpfungskettenansatz hat, dann ist eigentlich das Ergebnis, man macht weiter die globale Wirtschaft so, wie sie ist, man macht die imperiale Lebensweise so, wie sie ist, man verhindert nur
die allergröbsten Schweinereien, die wirklich die Schwelle von Menschenrecht oder von ganz starken Umwelt im deutschen Lieferkettengesetz ist Bleiverschmutzung, nee, Quecksilber, Entschuldigung, Quecksilberverschmutzung, weil das ja so ein ganz heftiges Schwermetall ist und Giftmüllexporte. Also es sind auch so die ganz heftigen Umweltverschmutzungen, soll man nicht machen, was eigentlich Selbstverständlichkeiten sind. Ja, also diese ganz heftigen Dinge und auch, dass ich nicht Menschenrechte, dass ich keine Kinderarbeit habe, alles im Grunde Selbstverständlichkeiten. Diese Auswüchse, so 19. Jahrhundert, Oliver Twist, habe ich bei der MVO gesagt, so das soll nicht passieren. So das kann das Lieferkettengesetz leisten oder diese Wertschöpfungskettengesetze. Aber der Status quo bleibt erhalten. Und wenn ich jetzt wirklich eine grundlegende Änderung der imperialen Lebensweise will, dann muss das flankiert werden. Also ich kann nicht einerseits eine Handels- und Investitionspolitik machen, die im Investitionsrecht Eigentum schützt, egal was die Eigentümer machen. Ja, das geht immer vor, dass ich nicht enteignen darf und auch nicht indirekt enteignen, weil ich irgendwelche öffentlichen Gemeinwohlziele einhalten will, wobei sich da auch ein bisschen was tut und ein sogenanntes Right to Regulate da langsam anfängt. Aber es ist immer noch sehr heftig, was dort verhindert wird. Und dann andererseits mache ich ein Wertschöpfungsgesetz und sage den Unternehmen, ihr dürft das aber nicht. Also der ganze Rechtsrahmen sagt, das ist toll, was ihr global macht und an die Struktur wollen wir auch gar nicht ran. Und das Eigentum ist geschützt und frei, frei, frei ist geschützt. Und Agrarpolitik fördert industrielle Landwirtschaft. Aber wenn es wirklich ganz grobe Schweinereien seid, dann ihr Unternehmen seid ihr selber verantwortlich. Das beißt sich ein bisschen. Also wenn man was ändern will, kann man das nicht isoliert sehen. So, was ist jetzt diese berühmte Wertschöpfungskette? Ich habe jetzt lange gesucht nach einer Grafik, die nicht nur die realen Verschiebungen von Gütern, Herstellung von Gütern, hier Produktion im globalen Süden, das habe ich hier nochmal reingefügt. Also hier wird meinetwegen Palmöl angebaut. Dafür gibt es Inputs, Chemie, Pestizide und so weiter, die häufig auch aus dem globalen Norden kommen. Dann wird das Palmöl so ein bisschen getrocknet, weiterverarbeitet, dann wird es verteilt. Und jetzt, dies ist leider nur ein Schaubild für eine nationale Wertschöpfungskette. Jetzt bei einer internationalen Wertschöpfungskette geht das Gleiche jetzt nochmal los. Das habe ich hier jetzt nochmal eingeführt. Jetzt gibt es Exporteure, Importeure. Dann sind die Palm-Zwischenprodukte vielleicht nur Vorprodukte für irgendwelche Endprodukte. Dann müssen die Endprodukte transportiert werden, vertrieben werden und am Ende werden sie verkauft. Ja? Und dann haben wir hier den Verbrauch im globalen Norden. Das ist so eine reale Wertschöpfungskette. Fianzfälle, also der Kaveri-Fall wäre so ein Fall, weil da geht es um Kaffeeanbau und letztlich dann auch um Kaffeekonsum. Ist allerdings schon sehr, sehr lange her, was da passiert ist. Und da würde man heute wahrscheinlich mit dem Lieferkettengesetz, weiß ich nicht, so also Verjährung eventuell. Aber das wäre so ein Fall. Aber Fianzfälle sind ja häufig, dass an irgendeiner Stelle ein Pensionsfonds in einen Fonds investiert, wo Aktien drin sind, die wiederum über mehrere Ketten letztlich dazu führen, dass in Paraguay Ländereien gekauft werden mit gefälschten Titeln und deshalb Menschenrechte von paraguayischen Einwohnerinnen gegen die verstoßen wird. So, und wie komme ich jetzt an diese Finanzservice heran? Und hier ist zumindest mal eine Lieferkette in der Grafik, die aufzeigt, dass diese ganzen einzelnen Schritte in einer Lieferkette oder in einem Netzwerk, weil häufig hat die Produktion dann wieder auch unter, die holt sich auch irgendwas wieder, also das zweigt sich dann auch noch aus, also das Kettenmodell ist sowieso verkürzt, man muss eher von einem Netzwerkmodell sprechen und irgendwo wird in dieses Netzwerk hinein etwas finanziert. So, und das sind eigentlich Fianzprobleme. Und deshalb, wenn wir von Wertschöpfungskette reden, sollten wir schon mal erstmal von Wertschöpfung reden und nicht von Lieferkette, weil Lieferkette interessiert die wenigsten Fälle. Wir reden von
Wertschöpfung, wo dann auch die Finanz drin sind. Jetzt habe ich eine ganz interessante Studie von SOMO. SOMO ist holländische Stiftung für Untersuchung multinationaler Unternehmen. SOMO, die gibt es auch schon seit den 80ern, die machen Pionierarbeit in, wie kriege ich transnationale Konzerne oder multinationale Konzerne, wie es früher heißt, wie kriege ich deren Handeln in den Griff. Und die haben hier mal eine Studie gemacht zu dem Unterbauch der Financial World. Wer gehört denn eigentlich alles dazu? Und ich habe es jetzt mal nicht übersetzt. Die haben mal aufgezählt, diese ganzen Finanzakteure, die eben von so lokalen Schweinereien profitieren. Da gibt es eben sehr unterschiedliche. Ich kann einfach Kredite geben von Banken, aber auch von anderen Finanzunternehmen. Unternehmen können Anleihen ausgeben oder man kann Aktien kaufen. Wir brauchen uns im Einzelnen nicht zu beschäftigen, aber Kredite sind sehr unterschiedlich. Die können irgendwie stehend sein und ein Unternehmen darf 3 Jahre stehend was ziehen. Bis zu einer gewissen Summe kann wieder was zurückzahlen, darf wieder was ziehen. Ja, da müsste ich jetzt sehen, wo haben die jetzt und bei so einer Angelegenheit haben die jetzt Teil, dass ein Unternehmen da finanziert wurde und dann tatsächlich muss man dann einen Link herstellen, dass dieses Geld das dann auch mit ermöglicht hat. Bei Aktien, dass man einfach Aktien hält, wäre halt für Firmen, für diese Pensionsfondsfälle, wäre das irgendwie wichtig, wenn wir diese Fälle auch unter dem Aspekt der Wertschöpfungskette betrachten wollen. Was, wenn wir uns mit Wertschöpfungskette beschäftigen, vielleicht nicht uninteressant wäre. Jetzt gibt es nicht nur die Finanzakteure, die direkt irgendwie Geld geben oder Geld wollen oder Aktien rausgeben oder ich hole Aktien, sondern es gibt ja noch die ganzen Kranz von Dienstleistungen darum. Analysten, dann gibt es die Hedgefonds, die häufig nicht groß sind und auch nicht viele Arbeitnehmerinnen haben, aber entscheidend Dinge beeinflussen. So, da will ich jetzt auch nicht im Einzelnen hingehen. Bei den Services möchte ich nur noch mal sagen, es gibt ja auch die Wirtschaftsprüfer und die Anwaltskanzleien, die auch Services bieten. Und wie sind die dann eigentlich zu solchen lokalen Menschenrechts- und Umweltverletzungen in Bezug zu setzen, weil sie mit solchen Firmen arbeiten und letztlich darüber auch Geld verdienen? Also sich eigentlich bereichern an Schäden von lokalen Gemeinschaften. Also wie kriegt man die mit ran? So, und jetzt habe ich aus diesem Beispiel, also dieses SOMO der Titel ist richtig, der Unterbau der Finanzwelt, wie dieser nicht Verantwortung übernimmt für missbräuchliche Praktiken in der Palmölproduktion. Und sie machen das am Beispiel einer indonesischen Unternehmensgruppe, die Salem heißt, ein Konglomerat, also ein Konzern mit verschiedenen Unternehmen. Und hier ist jetzt ein Bild, wo, hier ist auch irgendwo ein Copyright-Hinweis, hier ist auf dem Bild direkt drauf, habe ich jetzt drauf geachtet. Hier ist das Bild von einem indonesischen, vielleicht Kleinbauer, der jetzt sitzt vor einem abgebrannten, hier ist auf jeden Fall eine Aufbereitung für einen Palmölanbau, wo das, was da vorher war, dann so aussieht. Es gibt lokale Gemeinschaften und Arbeitnehmerinnen. Und die sind betroffen davon, dass irgendwelche Produktion- und Warennetzwerke, und das ist eine Eigendarstellung von diesem Salem-Konglomerat, das kann man sich so aus dem Internet ziehen, die jetzt eigentlich nur für Indonesien, ich habe jetzt mal selber das überdeckt und habe gesagt, es geht ja über Indonesien hinaus, also das ist jetzt, was in Indonesien passiert, mit wer stellt was her, wer stellt Inputs her, wer vertreibt es, wer macht Weiterverarbeitung, das ist also dieses Businessmodell in Indonesien und die stellen dann schon gleich verschiedene Produkte her und hier ist nämlich der Happy Consumer.
Und wenn wir eine globale Wertschöpfungskette haben, dann geht es natürlich weiter. Dann kommen In- und Exportunternehmen, Weiterverarbeitung, Großhandel, Einzelhandel oder auf Englisch besser Retail, weil Einzelhandel können dann ja auch große Ketten sein wie Aldi oder Lidl. So, die sind alle mit der Realwirtschaft hier befasst. Und wie kommt jetzt, wenn jetzt hier wirklich grobe Verletzungen stattfinden, wie kommen diese Menschen jetzt hier zu ihrem Recht gegenüber diesen Leuten hier, die da irgendwie von profitieren? Dazu muss man noch sehen, dass das Ganze ja in einem Rahmen stattfindet. Und das ist dieses Bild hier. Das ist ein Abschluss eines europäisch-indonesischen Handelsabkommens, offensichtlich erfolgreich, wo eigentlich der ganze politische Rahmen sagt, das ist eigentlich toll, ja, Palmöl brauchen wir für was weiß ich nicht alles in Deutschland und in Europa. Und da wollen wir gerne, dass das importiert wird. Und das interessiert uns hier erstmal gar nicht so. Hauptsache, das wird frei. Hauptsache, wir haben wenig Zölle. Hauptsache, das läuft alles gut und reibungslos. So, das ist der Rahmen. Wie kann man jetzt eine Verbindung herstellen zwischen den lokal Geschädigten und dass hier letztlich irgendwelche Unternehmen in sehr großen Netzwerken, wo viele, viele an irgendwelchen Dingen beteiligt sind, die dazu geführt werden, die dazu geführt haben. Also was passieren muss, ist, dass man eine Kausalität herstellen muss zwischen einem Unternehmen und nach dem deutschen Lieferkettengesetz und auch dem europäischen Entwurf einer Richtlinie sind das nur große Unternehmen. Das ist also ein großes Unternehmen, entweder etwas verursacht hat oder beigetragen hat, dass ein Schaden entstanden ist. Und jetzt gibt es auch wieder eine schicke Differenzierung. Wodurch ist der Schaden entstanden? Weil direkt hier Menschenrechte verletzt wurden. Das ist eigentlich wünschenswert, weil wenn ich eine Sicht habe, dass ich Menschenrechte zur Anwendung bringen will, dann müsste ich ja eigentlich eine Haftung an eine Menschenrechtsverletzung anknüpfen. Was aber in den Sorgfaltspflichtgesetzen passiert, ist, ich stelle eine Sorgfaltspflicht auf, eine Due Diligence, das ist eine angloamerikanische Rechtsidee, die wir importiert haben. Und wenn die nicht eingehalten wurde und wenn sie aber eingehalten worden wäre, wäre dieser Schaden nicht entstanden. Die knüpfen das daran. Die knüpfen den Schaden an die Einhaltung einer Due Diligence und nicht an die Einhaltung einer Menschenrechts, dass Menschenrechte nicht verletzt wurden. Insofern ist diese ganze Idee von Sorgfaltspflicht natürlich schon irgendwie verdaulich für Unternehmen. Also Unternehmen bekommen dann eine gewisse Sorgfaltspflicht auferlegt, dass sie Risiken analysieren sollen, dass sie das regelmäßig machen sollen. Gucken wir uns gleich noch an, was da im Einzelnen ist. Und wenn sie das nicht tun und dann kommt ein Schaden und man kann irgendwie beweisen, dass der Schaden entstanden ist, dann sollen sie idealerweise auch haften. Dann soll idealerweise dort dann auch geklagt werden können. Das deutsche Lieferkettengesetz hat das gleich schon mal ausgeschlossen und hat gesagt, nee, also das ist uns auch juristisch zu heikel und für die Unternehmen plötzlich wird dann die Rechtsprechung entscheiden, ja, du hast dabei getragen, während die Unternehmen dachten, ja, das ist ja nun echt nicht mein Ding, wenn ich da irgendwas kaufe und ein Zulieferer ganz weit hinten irgendwas macht, was ist denn mein Beitrag? Das kann ich ja gar nicht überblicken. Da hat das deutsche Lieferkettengesetz im letzten, also in den Entwürfen war das drin, waren interessante Ideen drin, aber am Ende ist das rausgekickt worden. Also danach gibt es keine zivilrechtliche Haftung. Weder Anknüpfung an Menschenrechte noch Anknüpfung an eine verletzte Sorgfaltspflicht. Wir machen das nur über öffentliche Ordnungswidrigkeit. Ja? Also wenn ein Unternehmen nicht richtig seine Due Diligence gemacht hat, dann müssen die letztlich haften. So, das sind aber, wie gesagt, noch gar nicht die Dinge, die FIAN interessieren. Was FIAN interessiert, ist ja eigentlich, dass dieses alles hier irgendwo
finanziert wurde. Und hier hat diese Salem-Gruppe tatsächlich auch mal ins Internet gestellt, wie ihre, wer eigentlich bei ihnen mit Finanzierung dran sind. Also das ist auch ein Bild, was zu der Salem-Gruppe gehört. Also wer da alles finanziert, da sieht man schon dran, das ist auch ein Riesennetz. Und dann kann man sich da auch wieder gucken, wer ist daran Anteil. Das kann man dann hier auch noch ausbauen. So, und wie mache ich das jetzt? Wie stelle ich jetzt her, ist das Verursachen einer Menschenrechtsverletzung den Banken geschuldet, die Geld geben? Das ist ja jetzt nochmal indirekter. Da muss ich eigentlich jetzt ein bisschen Gedankenkraft reinstecken. Wie stelle ich hier die Verbindung her? Und diese Gedankenkraft wird auch schon gemacht. Die Banken selber, da hat eine Vereinigung 2017 mal gesagt, also verursachen und beitragen tun wir eigentlich nicht, denn wir finanzieren ja nur. Was aber ist, ist, wir haben vielleicht eine direkte Beziehung zu diesem ganzen Netzwerk und da fehlen im Einzelnen bis heute die Kriterien. Ja, was wären dann diese Kriterien? Das ist damals dann auch schon korrigiert worden vom Office of the High Commissioner of Human Rights, also der Hohe Kommissar für Menschenrechte, hat damals ein Papier rausgebracht und hat gesagt, nee, man kann auch schon beitragen, also wenn große Kredite praktisch das erst ermöglichen, wenn ohne diesen großen Kredit irgendeine realwirtschaftlich schädigende Tätigkeit hätte gar nicht stattfinden können, dann ist das auch ein Beitrag. Und das ist so ein bisschen auch übernommen worden in die Wertschöpfungslogik der verschiedenen Gesetze. Ja. Idealerweise für FIAN wäre das jetzt interessant, dass jetzt in Paraguay jemand den Pensionsfonds verklagen kann, weil der wiederum angelegt hat in irgendwelchen Firmen, die dann wiederum angelegt haben in Geldern, von welchen die realwirtschaftlich tatsächlich diese Schweinereien verursacht haben. Also das wäre das, wo FIAN eigentlich hinkommen müsste, wenn für diese ganzen FIAN-Fälle diese Wertschöpfungsketten ansetzt, für diese Finanz-FIAN-Fälle, FIAN hat natürlich auch andere Fälle, aber wenn für diese Fälle dieser Ansatz wertvoll ist. So, wo kommt das jetzt alles her? Also diese Wertschöpfungsgedanke. Und das sind hier zwei verstorbene Menschen. Das eine ist Kofi Annan, der ja auch den Global Compact damals aufgelegt hat. 2008, da gab es den Finanzcrash. Aber es war eigentlich noch gar nicht daran zu denken, dass man irgendwie sagt, Unternehmen werden direkt verpflichtet oder Unternehmen müssen, wenn sie Menschenrechte verletzen, haften. Das war überhaupt nicht durchsetzbar, aber man muss auch dazu sagen, es war auch, glaube ich, nicht gewollt. Was Ruggie, das obere ist Ruggie, von 2008 bis 2011 gemacht hat, er hat weltweit alles gesammelt, mit zig Leuten geredet, um irgendwie zu sehen, was ist möglich. Und kam mit den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte heraus. Und die wurden 2011 dann auch verabschiedet. Und dort gibt es eine Respektpflicht für Unternehmen. Die ist rechtlich unverbindlich. Es ist aber auch sogenanntes Soft Law, das muss man auch sagen. Und Soft Law heißt ja jetzt nicht, ist nicht Corporate Social Responsibility. Es ist auch Law, wenn auch weich. Also es hat eine hohe Autorität, es ist von einem UN-Organ verabschiedet worden. Und dort wurde eben gesagt, Unternehmen haben selber eine Pflicht, Menschenrechte zu respektieren. Und das wurde nach amerikanischer Due Diligence-Manier dann ausgeführt. Das Recht muss auch immer eine gewisse Bestimmtheit haben. Man braucht tatsächlich auch, es gibt den Bestimmtheitsgrundsatz, der gehört zum Rechtsstaatlichkeitsprinzip. Also man muss auch ein bisschen Erwartungssicherheit haben. Das Recht muss auch ihr Verhalten steuern und muss deshalb auch sagen, was wird eigentlich erwartet, welches Verhalten wird erwartet. Und das Verhalten, was jetzt erwartet wird von Unternehmen, ist eigentlich in diesen Due Diligence-Richtlinien dieser zweiten Säule ganz gut ausbuchstabiert worden. Und alle jetzigen Gesetzesentwürfe halten sich daran und fallen alle hinter den Standard der Leitprinzipien zurück. Ja, also die haben schon am schärfsten formuliert.
Sie haben es aber ja nicht als zwingendes Gesetz gemacht, sondern Sie haben es als ein Softlaw gemacht. Insofern mussten die vielleicht auch nicht so drauf achten. Und was ist jetzt diese berühmte Sorgfaltspflicht in einer Wertschöpfungskette? Das sind erstmal so operationale Prinzipien und die Leitprinzipien haben es für alle Unternehmen formuliert, auch für kleine Unternehmen, also kleine, mittlere Unternehmen und nicht nur große. Alle müssen darauf achten, dass sie bei allen ihren Handlungen weltweit keine Menschenrechte verletzen. Das geht auf die gesamten Wertschöpfungsnetzwerke. Es wird noch von Chains gesprochen, aber da kann man gut auch Verästelungen runtersubsumieren. Tief hinein, bis dass ich wirklich vor Ort irgendein kleines Unternehmen habe, was da was macht, und das speist dann diese menschenrechtswidrig hergestellten Dinge ein in dieses Netzwerk. Also bis ganz tief nach unten muss ich auch ganz oben an der Kette, muss ich darauf achten, dass sowas nicht passiert. Und dazu brauche ich als erstes mal eine Unternehmenspolitik. Die Unternehmenspolitik muss hoch am Management angesetzt werden. Sie soll also wirklich wirksam in Unternehmen verankert sein. Die Politik formuliert dann aus, was man macht. Und dazu gehört, dass Menschenrechtsverträglichkeitsprüfung, Risks, also Risikoabschätzungen und so weiter, müssen gemacht werden. Und zwar müssen sie gemacht werden unter Einbezug lokal Betroffener. Jetzt kann man dort kritisieren, und das tut FIAN International zum Beispiel, dass der Einbezug von lokalen Betroffenen eigentlich keine Sache der Unternehmen ist. Das ist auch richtig. Das ist eigentlich eine Sache des dortigen Staates. Und natürlich haben die Staaten, das ist die erste Säule, haben weiter die Pflicht zu schützen, dass Unternehmen Menschenrechte verletzen. Natürlich hat der indonesische Staat die Pflicht, aber leider verletzt der indonesische Staat diese Pflicht, weil vielleicht zu viele Menschen auch profitieren von diesen Geschäften. Ja, und deshalb sagt die zweite Säule, die Unternehmen müssen das selber machen und die müssen eben auch Leute einbeziehen. Das ist tatsächlich ein heikler Punkt. Wie beziehe ich Lokale ein und muss das nicht auch unter Aufsicht der Kommunalbehörden zum Beispiel? Müssen nicht die Kommunalbehörden zwingend dabei sein? Da gibt es auch einige nationale Gesetze, die das dann auch fordern. So, diese Risikoabschätzung, die dürfen nicht nur beim ersten Mal, wenn ich ein Geschäft mache, stattfinden, sondern sie sollen immer stattfinden, laufend. Laufend muss ich die Folgen abschätzen. Und dann, und das habe ich jetzt mal auch wieder in diesem Rot-Braun gedruckt, weil das ist eigentlich auch kein operationales Prinzip mehr, dann gehört da dann jetzt auch hinzu, dass effektive Gegenmaßnahmen getroffen werden müssen. Wenn negative Auswirkungen festgestellt werden, dann muss ich was machen. Das Ganze soll transparent stattfinden, ich muss es kommunizieren, ich muss regelmäßig Berichte darüber abgeben, was ich mache. Und das entspricht einem Trend, der auch mit anderer Gesetzgebung in der EU stattfindet. Auf Deutsch heißt das die Corporate Social Responsibility Richtlinie. Es geht da eigentlich um, dass ich Dinge in meine Geschäftsberichterstattung mit aufnehme, die nicht die finanzielle Gesundheit meines Unternehmens darstellen, sondern auch sagen, was mache ich eigentlich mit der Umwelt und was mache ich mit den Menschenrechten, dass das öffentlich gemacht wird. So, ein bisschen blöd, jetzt sehe ich überhaupt nicht, ob alle schon eingeschlafen sind, erschöpft. Wie viel haben wir noch drin? 9 Teilnehmer sind auch schon drin, sind auch schon welche abgesprungen. Jetzt, ja, mach ruhig weiter. Also jetzt geht es darum, dass es jetzt eben diese verschiedenen Instrumente gibt schon von Wertschöpfungsketten, die das versuchen in den Griff zu kriegen. Und da kann man mal vergleichen. Und ich habe hier mal verglichen die UN-Leitprinzipien. Dann hat das Europäische Parlament für die EU einen Entwurf gemacht. Dann ist dieser Entwurf inzwischen herausgekommen. Das wird vielleicht jetzt 1-2 Jahre dauern, bis der dann auch verabschiedet wird.
Dann gibt es das deutsche Lieferkettengesetz. Das französische habe ich nicht mit reingenommen, weil das französische eigentlich dem EU-Entwurf ziemlich entspricht. Also der EU-Entwurf folgt in vielen dem französischen Gesetz. Dann gibt es das deutsche. Dann kann man jetzt vernachlässigen, gibt es ein sehr progressives aus Belgien. Das ist von der Sozialistischen Partei vorgelegt worden. Das wird wahrscheinlich auch keine Chance haben. Aber da kann man auch mal sehen, wie eins ist, was ein bisschen weitergeht. Und dann habe ich hier immer noch recht so interessante Punkte. Ja, und wenn man sich jetzt das alles anguckt, was muss man gucken? Als erstes muss man gucken, was ist der Anwendungsbereich? Welche Unternehmen sind überhaupt erfasst? Alle, das haben wir ja hier gesehen, die Leitprinzipien sagen alle, auch kleine. Die europäische Entwurf sagt, nee, nur große zum Beispiel. So, Anwendungsbereich, nur Menschenrechte oder auch Umweltrechte? Alle Menschenrechte oder nur gewisse? Bei Umweltrechten alle oder auch nur bestimmte? Dann wie tief gehe ich rein in die Menschenrechtskette, ja? Nur so, das heißt immer Tier, oder geschrieben wird es Tier, also der Erste oder bis tief in die Kette? Wie weit muss ich gucken? Da sind die Gesetze auch unterschiedlich. Was sind im Einzelnen die Due Diligence Pflichten? Was muss ich im Einzelnen wirklich machen? Wie wird die lokale Bevölkerung, wie werden die beteiligt, die lokalen Kommunen? Wie ist die lokale Beteiligung? Was muss ich berichten? Wird zivilrechtlich gehaftet? Das hat bis jetzt nur das französische Gesetz. Ja, und das europäische hat es jetzt auch im Entwurf, weil die sich ja an das französische richten. Aber da muss man auch sehen, wie weit geht denn diese Haftung? Ne? Zugang zu Recht. Also wenn gehaftet wird, kann dann dieser nicht sehr mit Mitteln versehene Einwohner oder Einwohnerin aus Indonesien nach Deutschland kommen und dort Lidl verklagen zum Beispiel, ja? Zugang zu Recht, wie geht das denn? Und eine Einzelperson oder können die eine Gruppenklage machen? Und dann, wenn ich jetzt nicht zivilrechtliche Haftung habe, wie guckt aber vielleicht, bei uns ist das BAFA, das Amt für Außenwirtschaft, wie gucken die vielleicht drauf, dass die Due Diligence eingehalten wird? So, das sind die Punkte, die muss ich mir eigentlich jetzt immer ansehen. Und muss sagen, finden wir das gut, auch als Initiative. Ich finde, in Deutschland ist es schon ein bisschen unglücklich, dass die Lieferketteninitiative heißt, aber die fing halt so an. Das deutsche Gesetz heißt so, Europa heißt ja jetzt Gott sei Dank nicht so, weil Wertschöpfung oder einfach Geschäftsbeziehungen trifft es ja mehr, wenn ich insbesondere den Finanzsektor haben will. Und jetzt gucke ich mal einfach, und das habe ich jetzt nur für zwei ausgeführt. Also jetzt gucken wir mal an. Anwendungsbereich, welche Unternehmen? Also, die Leitlinien sagen alle Sektoren, Finanzunternehmen und auch kleine. Und das ist super, weil da ist jeder Hedgefonds oder jede Vermögensverwaltung eines großen Familienvermögens, wo vielleicht nur 10 Leute sitzen, die sind alle erfasst, ja. So, Europa sagt nur sehr große Unternehmen, ab 500 Arbeitnehmerinnen oder und kumulativ 550 Millionen Umsatz. Dann kennt das europäische Gesetz noch sowas wie Risikosektoren. Die sind angelehnt an die OECD, also die Organisation for Economic Cooperation and Development, für wirtschaftliche und Zusammenarbeit und Entwicklung. Da sind alle globalen Nordenstaaten drin. Die haben für gewisse Sektoren Leitfaden erstellt und diese Sektoren werden definiert als Risikosektoren. Und Textilsektor zum Beispiel, Landwirtschaft, Rohstoffe, ja, sind Risikosektoren. Da reicht es dann, wenn die Firma 250 Arbeitnehmer hat. Das ist allerdings auch immer noch sehr viel. Dummerweise ist der Finanzsektor, obwohl es einen OECD-Leitfaden dazu gibt, nicht drin. Also bei Finanzsektoren brauche ich 500 Arbeitnehmerin. So, Frankreich wird ja jetzt so gelobt gerade. Man muss sich aber klar machen, Frankreichs Schwelle liegt ab 5.000 Arbeitnehmerinnen. Es wird ja gerade total, läuft was gegen diesen riesen Ölkonzern. Die haben natürlich 5.000, aber sonst sind das wirklich nicht viele Unternehmen, die so viele Arbeitnehmerinnen haben. Aber Frankreich hat eine Zivilklage und insofern ist es ja gut.
Und dann ist es auch gut, dass die OECD sich da dann zumindest 500. So. Deutschland hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, bei uns ist es im ersten Jahr sind es 3.000 Arbeitnehmerinnen und dann aber im zweiten Jahr, wenn das Gesetz in Kraft ist, ab 2024 sind es 1.000. Aber das führt natürlich dazu, gerade im Textilsektor sind viele Unternehmen nicht so groß, ja, dass viele Unternehmen ausgeschlossen sind. Das ist also der Anwendungsbereich, bei der EU spricht man von 1% der Unternehmen, trifft es nur. Es hat natürlich dann Signalwirkung, es hat dann auch Wirkung in die Kette, also wenn die Großen sich kümmern müssen und die haben jetzt Zulieferer in Indien oder sonst wo, das wird dann da schon auch was bewirken, aber hoffentlich. Viele Unternehmen bekommt man so nicht ran. So, Anwendungsbereich, Leitprinzipien der UNO sind ja geschrieben für Menschenrechte, insofern kommt Umwelt da nicht vor, aber es gibt eben die neuere Entwicklung, dass es ein Recht auf gesunde und saubere Umwelt gibt. Und wenn das nicht der Fall ist, verletzt das doch Menschenrechte. Und insofern kommen dann indirekt auch die Umweltrechte rein. Das gilt auch für das Deutsche, wo auch eine enge Liste von Umwelt sind, nur 3 Abkommen. Aber dieses Menschenrechts auf Umwelt ist zumindest bei den Menschenrechten enthalten und darüber kann dann vielleicht auch was passieren. Da gehe ich jetzt nicht weiter viel drauf ein. Dann, wie tief geht es in der Kette? Und da muss man auch sagen, die Leitprinzipien alle, und zwar upstream, das heißt also, ich als Lidl bin unten am Strom und upstream ist letztlich dann vor Ort der Produzent. Und downstream ist zum Beispiel, ich bin BASF, ich verkaufe Pestizide und ich verkaufe Pestizide, die dann tödliche Unfälle verursachen, weil in Deutschland sind sie eh verboten, aber ich verkaufe sie halt woanders. Das wäre downstream, ist drin. Und Finanz ist ja auch downstream, weil Finanz ist, ich gebe einen Kredit und dann macht das Unternehmen etwas mit dem Kredit. Also das ist auch downstream. So, downstream ist eigentlich bei allen mit drin, aber damit ist auch Finanz bei allen mit drin. Aber leider gibt es bei Finanz gerade bei EU-Ausnahmen, zum Beispiel sagen die nur Kredite, ne, müsste ich nachgucken. Ich sage da jetzt mal lieber nicht zu. So, Due Diligence-Pflichten, wie weit gehen die? Das Modell ist, sind die UN-Leitprinzipien. Das wird mehr oder weniger ähnlich genommen, aber auch mit Unterschieden. Da muss man dann jetzt sehr ins Nitty-Gritty gehen, das sprengt hier den Rahmen. In der EU ist es bedauerlich, dass zwei Dinge sind bedauerlich. Das eine ist, dass die zwar sagen, wir nehmen die gesamte Kette, anders als Deutschland. Deutschland sagt erstmal nur der direkte Geschäftspartner. Da muss ich gucken. Und bei indirekten nur, wenn ich einen Anlass habe. Den Anlass, also deshalb habe ich hier den Fall nach unten gemacht, bei indirekten Geschäftsbeziehungen sind die Pflichten kleiner. Aber man kann diesen Anlass schaffen. Also NGOs können jetzt, und Firmen will das wohl auch machen, können jetzt bei der BAFA einreichen und sagen, da und da passiert was. Und dann gibt es einen Anlass. Man muss vielleicht vorher auch an die Unternehmen schreiben, dass die das auch wissen. Also den Anlass kann man schaffen. In der EU ist es, dass man wie in Frankreich in dem französischen Entwurf von etablierten Geschäftsbeziehungen spricht. Und das ist ein bisschen gefährlich, weil häufig sind Geschäftsbeziehungen vielleicht auch informell. Es ist zwar schön, dass die ganze Kette gemeint ist, aber nur etablierte. Und das schränkt es wieder sehr ein. Plus gibt es dann in der EU auch noch so eine Vorschrift, dass man eine Vertragsklausel reinschreibt an seinen Zulieferer und sagt, du bitte, ich kaufe jetzt von dir unter der Bedingung, dass du von deinen Zulieferern wiederum, dass du darauf achtest, dass die Menschenrechte einhalten. Das ist eine vertragliche Pflicht. Und dann können die das wieder so machen, sodass man so eine Kaskade hat von solchen Vertragspflichten und sich darüber eventuell dann rausziehen kann. Und es gibt Ausnahmen für den Finanzsektor hier auch wieder, dass nur bei der Kreditvergabe am Anfang der Kette
am Anfang einmalig geguckt wird bei der ersten Kreditvergabe und dann später, wenn das jetzt so ein stehender Kredit ist, dann später nicht mehr, also nicht mehr laufend. Also Finanzsektor eigentlich begünstigt, obwohl der ja eigentlich besonders behandelt werden müsste, weil der halt schwierig in den Griff zu kriegen ist. Und da hat man sich gesagt, das ist uns zu schwierig, wir schließen das mal alles aus. So, lokale Beteiligung ist ausschlaggebend. Das ist, das muss man sich mal im Einzelnen genauer angucken, was da gefordert ist. Ist das ausreichend? Ist das zu unternehmensgesteuert? Ist da, also das ist etwas, wo genau hingeschaut werden sollte. Berichtspflichten ist nicht so ein Problem. Jährliche Berichte, das haben eigentlich alle ähnlich. So, zivilrechtliche Haftung ist wieder ein fettes Teil. Die UN-Leitprinzipien haben eine dritte Säule. Also die erste ist die staatlichen Pflichten to protect. Die zweite ist an die Unternehmen direkt to respect. Und dann gibt es noch eine dritte Säule, dass es Rechtsmittel geben muss, dass es Zugang und da steht dann drin, Staaten sollen zivilrechtliche Haftung, strafrechtliche und so weiter nach Möglichkeit machen. Sehr vage, aber auch sehr weit. Ja, aber auch nicht sehr genau. So, im Europäischen Parlament ist tatsächlich zivilrechtliche Haftung im Entwurf drin und bestimmte Umstände werden dann dort benannt. In dem Richtlinienentwurf von der Kommission, der jetzt ja hauptsächlich diskutiert wird, sind die Umstände schon viel enger. Und die kausale Anknüpfung geht hier an, dass ich meine Due Diligence-Pflicht verletzt habe. Und die Due Diligence-Pflicht, wenn ich da tatsächlich über vertragliche Pflichten rauskomme, dann komme ich ja relativ schnell raus. Ja, wann soll ich die denn dann eigentlich noch verletzt haben? In Deutschland war eigentlich sehr interessant, bis zum Ende hin, dass dann alles geändert wurde. Da war eigentlich ein Anschluss an das normale Zivilrecht denkbar. Das ist jetzt für die Nichtjuristen nicht so interessant. Wir haben im deutschen Zivilrecht den 823 Absatz 2. Wenn man ein Schutzgesetz verletzt, muss man für den Schaden, der aus dieser Verletzung des Schutzgesetzes entsteht, haften. Und eigentlich wurde gesagt, das ist ein Schutzgesetz, weil es geht ja letztlich um die Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Letztlich sollen die ja dann den Schadenersatz bekommen. Das war drin und das ist dann ganz am Schluss rausgekippt worden und dann ist explizit reingeschrieben, keine Haftung. Das habe ich erst gar nicht verstanden, warum, bis ich dann kapiert habe, aha, damit wird dem Richter jetzt gesagt, du kannst jetzt nicht sagen, das Sorgfaltspflichtgesetz ist ein Schutzgesetz im Sinne von Paragraph 823.2. Das wäre eigentlich ein sehr schicker Weg gewesen, hier eine zivilrechtliche Haftung herzustellen. Das ist wirklich sehr bedauerlich, dass das rausgeworfen wurde. So, ich spare mir jetzt nochmal, also diese Unterscheidung, knüpfe ich die Haftung an Schaden, der entstanden ist, weil ich die Sorgfaltspflicht nicht verletzt ist, das ist unternehmensfreundlich. Oder knüpfe ich die Haftung an den Schaden, weil ein Menschenrechtsverletzt ist, das ist menschenfreundlich, menschenrechtsfreundlich. Und das einzige Gesetz, was tatsächlich die Haftung an eine Menschenrechtsverletzung geknüpft hat, das war der Schweizer erste Entwurf, der in der Volksabstimmung knapp verloren hat, knapp. Das kann ja vielleicht nochmal wieder eingebracht werden. Zugang zu Recht spare ich mir jetzt, das ist für die Juristen, da können Sie mich gerne nachfragen. Und dann öffentliche Vorschriften, da muss man sagen, ist das deutsche Gesetz stark aufgestellt. Also wir haben die Behörde, die BAFA soll aufgestockt werden, das ist jetzt leider durch die Haushaltskürzung, durch den Ukraine-Krieg stark abgespeckt worden. Aber da sollten gefordert waren irgendwie für die Notwendigkeit, so und so viele 1000 Unternehmen, die da drunter fallen, wäre es nötig gewesen, irgendwie 120 Stellen zu schaffen. Es sollten dann irgendwie 60 irgendwas geschaffen werden. Jetzt hatte ich irgendwo gelesen, es sind nur noch 29, weil das wegen des Ukraine-Krieges jetzt gekürzt wurde. Aber eigentlich war das stark aufgestellt und NGOs können da eben auch Hinweise geben. Das ist eigentlich, wenn man sich diese Spalte anguckt, ist das nicht so schlecht. Die EU überlässt es dann den Staaten und da war auch ein Gespräch, soll es dann irgendwie ein eigenes Gremium geben, das nicht. Es wird nur gefordert, dass die Staaten kooperieren. Das ist eigentlich ganz gut, weil dann kommt man wahrscheinlich zu stärkeren
Haftungen. So, was sind die Punkte von FIAN International? Also FIAN International ist nicht so positiv diesem letztlich unternehmensorientierten Instrument der Wertschöpfungsketten eingestellt, sondern möchte lieber einen Treaty, der menschenzentriert ist und nicht unternehmenszentriert. Und zentral ist dort auch die lokale Beteiligung, die im Treaty tatsächlich, das ist ein internationales Instrument, sage ich nachher noch kurz, stärker verankert ist. Und es ist auch wichtig, dass eben eine Menschenrechtshaftung ist. Und das ist eigentlich kaum absehbar. Also das ist vielleicht noch in der Schweiz, wenn die tatsächlich nochmal eine Volksabstimmung hinbekommen. Mir hat ein Schweizer gesagt, das ist ein gutes Gesetz, muss man immer dreimal zur Abstimmung kommen, aber letztlich wäre auf die Schweizerinnen Verlass. Ja, aber sonst hat das ja kein einziges Gesetz. Man könnte dann natürlich daran arbeiten, dass man sagt, die Due Diligence-Pflichten, da hat auch Sumo eine Studie 2019 zugemacht, also diese holländische Stiftung für multinationale Unternehmen, dass es nicht so eine Tickbox-Veranstaltung wird für Unternehmen, die einfach sagen können, hier habe ich den Compliance-Apparat, tick, 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 also hafte ich nicht, sondern dass es mehr Biss bekommt. Und man kann die Due Diligence-Pflichten auch so ausgestalten, dass die an eine menschenrechtliche Haftung ziemlich nahe kommen. Da muss man dann aber auch noch ein bisschen drüber nachdenken. Aber das wäre vielleicht etwas, was ich finde, was, wenn man Wertschöpfungsketten jetzt sich engagiert unter diesem Jahresthema, dass man da auch ein bisschen gucken müsste. So, FIAN International, jetzt komme ich zum letzten und das auch nicht mehr viel. FIAN International setzt sich ja sehr für einen verbindlichen Vertrag unter dem Dach der UNO ein, wie man transnationale Körperschaften und andere Wirtschaftsunternehmen im Hinblick auf Menschenrechte in den Griff bekommen. Und da geht es nicht nur um Wertschöpfungskette, sondern es wird eben auch gefordert, dass Handel und Investitionsschutzinteressen zurücktreten müssen hinter Menschenrechtsinteressen. Also diese Abkommen haben schon immer so kleine Präambelkapitel und manchmal auch so Abschnitte, aber die haben wenig Biss, wenig Sanktionen werden daran geknüpft. Und da kann natürlich der Treaty, könnte da ganz interessante Sachen machen oder also einbringen im Hinblick auf Handel und Investitionsrecht. Der Treaty, das ist natürlich jetzt auch eine Arena, in der heiß gekämpft wird. Und diese Due Diligence, die Ruggie unternehmenszentriert, würde ich mal sagen, damals sich ausgedacht hat, die dominiert die Diskussion jetzt so stark, dass man tatsächlich jetzt beide Mechanismen im Treaty hat. Es gibt sowas, zivilrechtliche Haftung für Schäden durch Nichtbeachtung von Due Diligence. Und es gibt sehr dünne Due Diligence Ausführungen, die fallen hinter die EU und hinter die Leitprinzipien zurück, weil eigentlich wollte man das im Treaty ja gar nicht drin haben. Also sind die da jetzt zwar drin, aber nicht sehr gut. Und die menschenrechtliche Haftung ist drin, aber da ist sich auch zu fragen, einmal bleibt sie drin. Also wenn jetzt tatsächlich alle Staaten mitverhandeln, vorher haben die ja gesagt, wir verhandeln gar nicht, wir wollen das überhaupt nicht. Wenn die jetzt mitverhandeln, dann werden die wahrscheinlich sagen, ja, aber Artikel 8 dann raus, ne, für Menschenrechtsverletzung, Haftung. Oder aber man muss noch ein bisschen mehr dran arbeiten. Das ist sehr vage, ja. Man haftet für Menschenrechte. Das genügt dem Bestimmtheitsgrundsatz eigentlich nicht, weil die Menschenrechte richten sich ja an Staaten und nicht an Unternehmen. Und dann gibt es auch noch gewisse Widersprüche zum IPR. Also da müsste am Treaty dann auch noch, da muss auch noch, denke ich, dann auch noch nachgelegt werden. Der Treaty enthält etwas, wo FIAN International auch nicht dafür ist, dass man diese Respektpflicht auch verbindlich macht. In der Präambel wird gesagt, die Unternehmen sind verpflichtet. Also die zweite Säule der Leitprinzipien wird dort übernommen als eine verbindliche Pflicht für die Unternehmen. Ich persönlich finde das nicht uninteressant, überblicke aber auch nicht, was die Gefahren davon sind, die dann eher im politisch-taktischen liegen. Rein rechtlich war das, was die neue Weltwirtschaftsordnung in den 70ern wollte. Die wollte die rechtliche Verpflichtung von Unternehmen direkt. Die wollte dann auch ein internationales Gremium, wo die dann direkt zur Rechenschaft gezogen werden. FIAN
ist als, also treibt den Triti federführend voran und ist skeptisch gegenüber der EU-Directive, weil sie Angst haben und wahrscheinlich auch mit Recht, dass dieses unternehmensorientierte Instrument, was ja nicht so viel Biss hat, dass das dann praktisch jetzt den Standard setzt, der dann in dem Treaty immer mehr übernommen werden wird und dass das den Treaty verwässert. Und der Treaty hatte ja eigentlich die Idee, ich will weitestgehende Wiedergutmachung von Personen, die in ihren Menschenrechten verletzt wurden, von den Geschädigten. Es gibt so auch ein bisschen Kritik an dem Opferbegriff. Was anderes natürlich immer komplizierte Begriffe. Ja, Fian, Deutschland ist Mitglied in dem zivilgesellschaftlichen Bündnis Treaty Allianz und ist insofern auch mit involviert in diese Treaty-Prozesse. Was will Fian Deutschland jetzt machen? Politisch, das ist jetzt eine totale Wiederholung von der Mitgliederversammlung. Politisch will Fian auch Fälle bereitstellen, um jetzt, wenn das BAFA anfängt zu arbeiten, am 1. Januar 2023, um dann die Beschwerde schon fertig zu haben. Will auch mehr in der Treaty Allianz mitarbeiten, will einen stärkeren Fokus auf eins dieser sieben Themen, die ich am Anfang genannt hatte, setzen, nämlich auf Außenwirtschaftsförderung, zusammen mit den zivilgesellschaftlichen Kräften in Deutschland, die das machen. Und zwar hat Fian betreut einen Fall auch mit PowerShift in Guinea zum Bauxitabbau. Dann gibt es ein Bildungsprojekt. Dort werden neue Methoden erarbeitet, also Actionbound. Ich habe das jetzt so verstanden, dass das so eine Art digitale Schnitzeljagd ist, wo man dann Themen mit bearbeitet. Dann Faltblätter, Hintergrundbroschüren, Webinare und neu auch Podcasts. Und es gibt die Multiplikatorinnen-Fortbildung dann im September in Kassel. Jetzt sind die Fragen aus dem Team. Welche Forderungen soll Fian, das habe ich jetzt mal umbenannt, priorisieren? Also es gibt ja zu diesen sieben Feldern Forderungen. Bei der Wertschöpfungskette gibt es auch eine Menge Forderungen. Oder gar nichts davon und noch was anderes. Wie soll man bei diesem komplexen Feld, das ist ein Feld, ja, welche Wünsche gibt es da an die Geschäftsstelle? Wie soll man jetzt, ich habe jetzt hier den Rundumschlag gemacht und wahrscheinlich alle erschlagen, wie soll man Inhalte vielleicht zerhacken, zerstückeln, einzeln, anders, besser erklären? Welche Handreichung, Hilfsmittel braucht man? Welche Aspekte sollen besonders hervorgehoben werden in weiteren Webinaren, Hintergrundbroschüre? Also ich hatte jetzt so ein bisschen unglücklich das Thema, mal das Feld aufzuzeigen. Und ich hoffe, ich bin jetzt fertig. Ich hoffe, ich habe nicht alle platt geredet. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank an dich, Friederike. Das war sehr ausführlich, sehr spannend. Das ganz groß eben auch nochmal aufzureißen, das Thema bis hin zu den Details der verschiedenen Lieferkettengesetze und Entwürfe, wenn ich es mal so nenne, oder Wertschöpfungsgesetze besser gesagt. Genau, wir sind jetzt dadurch leider eigentlich schon zeitlich, was die geplante Zeit betrifft, am Ende. Ich frage aber trotzdem gerne in die Runde, ob alle, die jetzt noch hier sind, gerne auch noch 10 Minuten bleiben und noch Fragen dazu haben. Wie ich anfangs das eingeführt habe, würde ich alle bitten, Fragen, Kommentare, Hinweise, Links in den Chat zu schreiben. Wir sind ja jetzt auch nur noch eine kleine Runde. Das, denke ich, bleibt auch übersichtlich dann, dass wir hinterher nicht das große Fragen-Chaos haben. Dass wir vielleicht noch 10 Minuten zumindest haben, um da jetzt auch noch ein bisschen weiter dran zu bleiben. Weil das ja vielleicht auch schade ist, das jetzt einfach unmittelbar abzubrechen. Deswegen meine Frage eben, meine Aufforderung, meine Möglichkeit an alle jetzt, die noch hier sind, dann
Wenn es Fragen gibt oder eben auch Beiträge zu dieser Diskussion, dem Thema, das bitte in den Chat zu schreiben. Dann kann Friederike eben darauf auch nochmal antworten oder entsprechend Bezug nehmen. Erstmal sehe ich jedenfalls schon mal ein großes Dankeschön an dich, Friederike, auch von den TeilnehmerInnen. Ja, höflich. Nee, ich glaube, das ist mehr als höflich. Das ist schon ernst gemeint. Ich kann in der Zwischenzeit zumindest auch hier den Link schon mal nochmal zu der Petition in den Chat stellen, der Lieferketteninitiative an Bundeskanzler Scholz. Ja, eine Teilnehmerin schreibt, sie sei jetzt doch ein bisschen erschöpft von den vielen Aspekten, die du vorgestellt hast, das verstehe ich auch. Wir können gegebenenfalls sowas ja auch trotzdem auch nochmal als Fragestunde nochmal nachholen. Also wer jetzt denkt, ja, irgendwie würde ich gerne noch drüber nachdenken und diskutieren, aber jetzt ist die Luft raus sozusagen, kein Problem. Ja, meldet euch einfach bei mir. Wir können ja überlegen, dass die Frage, die Diskussion dazu auch nochmal später, zu einem späteren Zeitpunkt zu machen. Genau, hier kommt noch ein zweites dickes Dankeschön, aber auch mit dem Hinweis, dass jetzt so ein bisschen die Luft raus ist, sich jetzt doch noch intensiver mit auseinanderzusetzen. Ja, verstehe. Und das verstehe ich auch. Aber ja, ich glaube, es war aber für alle eben sehr, sehr informativ und auch dem gut nachzufolgen, deiner Präsentation, deinem Vortrag. Ich sehe auch weiter niemanden, der jetzt irgendwas nochmal nachfragt oder schreibt. Dann bleibt es mir, dir nochmal, das ganz offiziell auch nochmal jetzt zu danken, im Namen von FIAN, von hier auch der Geschäftsstelle, für deine Bereitschaft, deinen Vortrag, den du auf der Mitgliederversammlung gehalten hast, nochmal zu überarbeiten und eben nochmal hier jetzt online auch zu präsentieren. So konnten eben jetzt auch noch andere Mitglieder den hören und da wir ihn aufzeichnen, noch auch später nochmal nachhorchen. Ich habe auch im Vorfeld Fragen dazu bekommen, ob der denn aufgezeichnet würde, weil Leute heute Abend keine Zeit haben. Also da ist auf jeden Fall großes Interesse dran. Ich danke allen, die sich auch zugeschaltet haben, alle, die teilgenommen haben. Danke für die Teilnahme und das dadurch bekundete Interesse an dem Thema. Wir werden da ja dranbleiben. Es ist gerade ein Faltblatt in Arbeit. Es sind Podcasts in Arbeit, leider noch nicht fertig, aber da wird auf jeden Fall im Laufe der Sommerpause, der vermeintlichen Pause, wird was fertiggestellt werden. Und ich möchte jetzt nur noch aufmerksam machen, nach Beendigung dieses Webseminars werden alle automatisiert eine Feedback-Umfrage bekommen mit 3 Fragen. Und das wäre sehr, sehr schön, wenn alle die beantworten. Dann ist es einerseits für uns, für mich ein guter Hinweis, wie das angekommen ist. Und zweitens auch, erfüllen wir damit auch ein Kriterium unserer Geldgeber, die auch gerne immer Feedbacks sehen möchten als Beleg dafür, dass wie unsere Webseminare denn angekommen sind und gelaufen sind. Ja, also noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche allen einen schönen Abend, eine gute Woche und auch jetzt schon mal eine gute Sommerpause in Nordrhein-Westfalen. Beginnen die Ferien nächste Woche und vielleicht fahren dann einige von euch und von Ihnen ja auch schon in den Urlaub. Alles klar und ich sage Tschüss. Danke, Gertrud. Gerne. Tschüss. Danke allen. Tschüss.